Müssen wir uns nochmal vorstellen? Ach so, ja, für diejenigen, die. Für die Absenden. Ja, genau. Die präsenten Absenden. Genau, genau. Dann kurz, ne? Ja. Okay. Und immer in die Kamera gucken. Du kannst auch zu mir schauen, so wie jetzt. Ah, also ja. So. Ja. Ja, das Wichtigste ist, dass du nicht zu weit nach vorne, weil du vielleicht eventuell aus dem Bild rauskommst. Also wenn du so bequem sitzt, genau. Wenn du so bequem sitzt, wir können auch ab und zu mal wieder das wieder nach vorne richten, mhm. So als ob da jemand wäre und können dann auf jeden Fall. Aber es muss so. Genau. Es geht immer über diese Dreierbande, wenn man mal. Ah, also so als würden wir jetzt. Ist abwesend, das sind die, genau. Sind die Zuschauer. Das sind die Zuschauer und eigentlich, oder im Prinzip, wenn wir jetzt in einer Live-Sendung wären und es wäre eine Talkshow, so ich wäre jetzt. Vielleicht ein verkappter Günther Jauch und du wärst jetzt der Experte und wir halten es über Freundschaftspolitik, dann wäre das vielleicht in diesem Sinne ein bisschen zurechtgestrickt, quasi im Endeffekt. Da müsste ich zwischendurch in die Kamera gucken zu den Zuschauern. Ja. Mhm. Okay. Ich trinke noch mal schnell einen Schluck Wasser und dann können wir auch anfangen. Bereit. Können wir? Okay, wir können anfangen auf jeden Fall, ja. Okay, also ja. Malte, du kennst mich ja, bin der ja. Raphael. Ja, hallo, ich bin Malte Scholz und hier mir gegenüber sitzt heute Abend Raphael Capuro, hier in unserem Atelier. Und wie Sie sehen, haben wir unser Atelier jetzt auch mal uns die Mühe gemacht, es ein bisschen heimeliger, ein bisschen anders umzugestalten, so dass man sich gleich zu Hause fühlt. Raphael, für diejenigen, die dich vielleicht nicht kennen sollten, willst du dich noch mal kurz den Zuschauern vorstellen? Das ist vielleicht ganz gut. Also, ich bin Informationsethiker, also beschäftige mich mit ethischen Fragen in das Internet vor allem. Mhm. Und war tätig an der Hochschule der Medien in Stuttgart, als Dozent dort über 20 Jahre. Mhm. Und ich habe Philosophie studiert, in Düsseldorf promoviert. Später war ich Privatdozent an der Universität in Stuttgart zusätzlich. Und bin ich emeritiert seit einigen Jahren, pensioniert, wenn man so will. Und habe ich vor ein paar Jahren ein Center für Informationsethik, ein internationales Center gegründet. Mhm. Und bin ich Herausgeber einer Zeitschrift, einer Online-Zeitschrift zum Thema Informationsethik. Ja, und Das war es erstmal. Und du hast über 20 Jahre hast du in Stuttgart gelehrt, stimmt das? Genau. Von 86 bis 2009. Okay. Mhm. Und du bist dann quasi, es ist jetzt, wenn du sagst, du bist quasi emeritiert, in Anführungsstrichen, das war quasi freiwillig. Ja, ja. Bist aus eigener Entscheidung, bist ja, hast du dich von der Universität im Dienst dann quasi gelöst. Ich bin freiwillig aus dem Dienst ausgeschieden, damit ich ein bisschen mehr Zeit habe für andere Tätigkeiten, die auch mit Infoethik zu tun haben. Genau. Und so bin aktiv in vielen Teilen der Welt, also vor allem in Afrika, habe ich seit 2007 eine Community begründet, das African Network for Information Ethics, mit Kollegen aus verschiedenen afrikanischen Universitäten und organisieren wir regelmäßig Konferenzen, afrikanische Konferenzen. Und es blüht sehr gut, also wir haben sehr guten Zuspruch und auch Unterstützung, vor allem aus Südafrika und aus der Universität Pretoria. Da ist ein Center of Excellence for Information Ethics inzwischen entstanden. Ja, und sonst bin ich auch tätig, vor allem in Fernost in Japan und habe eine Konferenz in China organisiert, 2010 und so weiter. Also, okay, du bist überall in der Weltgeschichte kurzerhand so unterwegs. Genau. Okay. Und genau, und Informationsethik, wenn du es mal in eine Nutshell setzen würdest, also zu sagen, kurz und knapp, was wäre Informationsethik in deinem Munde, in ein paar Sätzen, wenn man das machen Nachdenken über, wie sieht das gute Leben aus im 21. Jahrhundert. Also das 21. Jahrhundert ist das digitale Jahrhundert gewesen, das sehen wir ja schon. Und da ändern sich sehr viele Werte und sehr viele Regeln des Miteinanderseins und darum geht es ja letztlich. Also wie gehen wir damit um, kritisch, und wie gehen auch andere um in anderen Kulturen und sowas, und wie passt das alles zusammen und wie sind die Gewinn und Verlust der neuen Technologien für das Leben. Das ist eigentlich, ja.
Also Ethik hat was zu tun mit dem Wohnen in der Welt und dieses Wohnen in der Welt ist eben in der Informationsgesellschaft geprägt durch Informationstechnologie. Ja. Also überlegen wir uns, wie ein Architekt, ne, wie bauen wir das Haus, ne, und was müssen wir berücksichtigen und so. Genau. Du hast ja mal diesen schönen Satz geprägt bei unserem letzten Gespräch, dass du gesagt hast, oder was bei der Einführung, wo du mal gesagt hast, der Unterschied zwischen Moral und Ethik wäre derjenige, dass ich quasi in der Moral denke, aber die Ethik brauche, um darüber zu reflektieren. Genau, also es gibt die Moral, das sind die Sitten und Gebräuche, die sich nur wenig bewährt haben. Also wie ein Schutzsystem für eine Gesellschaft. Ne? Jede Gesellschaft braucht ja ein Schutzsystem, entweder aus moralischen Regeln und oder aus rechtlichen Regeln. Und das Problem ist, wenn die Umstände sich verändern, zum Beispiel durch Technik und so weiter, dann muss man schauen, ob dieses Schutzsystem noch funktioniert. Nicht? Also muss man darüber nachdenken. Also dieses Nachdenken über Moral ist dann Ethik als eine philosophische Disziplin. Okay. Ne? Also Moral ist das Objekt dieser Disziplin und die Ethik ist die Reflexion über das Objekt. Genau. Danke. Bist du dran. Ja, danke. Ich heiße Malte Scholz. Ich stamme ursprünglich aus Hamburg, bin dann nach Frankfurt gezogen, lebe immer noch dort mit meiner Frau zusammen. Bin da eigentlich sehr zufrieden und glücklich. Also wenn man fragt, sich jetzt fragen würde, wenn ich mich jetzt in deinem Munde quasi fragen müsste, bin ich jetzt gerade glücklich, würde ich sagen, ja, durchaus. Und ich habe nach einer Berufsausbildung als Bürokaufmann und nach Wehrdienst, meiner Wehrdienstzeit, bin ich dann nach Frankfurt gezogen, um Theater, Film und Medienwissenschaften zu studieren. Und später bin ich dann nach Gießen gezogen zur angewandten Theaterwissenschaft unter dem Hauptdozenten zu der jetzigen Zeit, auch immer noch Heiner Goebbels. Und habe da bis 2012 im Juli studiert, mein Diplom abgeschlossen und bin eigentlich momentan in der freien Szene tätig als Performer, Schrägstrich und oder Schauspieler. Und jetzt natürlich auch als Gast, wie du natürlich auch hier in diesem Atelier jetzt für Bouvard und Picochet mit dem Untertitel 3000. Und wenn wir schon über Moral und Ethik sprechen, da sind wir eigentlich schon beim Thema. Also dass du sagst, es gibt eine Demarkationslinie, die quasi noch neben dem Recht irgendwie noch mal gesellschaftlich verpflichtet und oder uns auch ein bisschen bindet als Menschen in dieser ungewissen Welt. Und das wäre ja im Endeffekt jetzt auch das Thema, was auch bei Bouvard und Picochet im ersten Kapitel auftaucht, nämlich das Thema der Freundschaft. Bouvard und Picochet setzen sich per Zufall, also wie durch Schicksal geprägt oder wie durch Gott gewollt, auf dieselbe Parkbank in derselben Minute, sehen, dass sie denselben Schriftzug ihres Namens quasi auf ihren Hut oder auf ihr Jackett geknüpft haben oder geschrieben haben. Und das verbindet sie dann plötzlich schlagartig zu einer festen Freundschaft, die anscheinend ewig zu halten gedenkt ist. Und sie verbringen tatsächlich dann die nächsten fast 20 Jahre damit, gemeinsam auf Wissenschaftstour zu gehen als fröhliche Dilettanten, so kann man das doch ausdrücken. Und ja, und jetzt natürlich, jetzt zum Begriff der Freundschaft, geht es ja eigentlich, oder unser Vorhaben ist es ja gewesen, oder ist es immer noch zu finden, weshalb Flaubert sich ja, oder was könnte die Intention, also der Hintergedanken von Flaubert gewesen sein, eine Freundschaft zu behaupten oder zu beschreiben, die er in Zeiten einer politischen, aber auch landesweiten Krise quasi oder in einem Katastrophengebiet entsteht, ob er das nun ehrlich meint oder nicht. Und andererseits natürlich auch haben wir uns gefragt, wie sieht es denn heutzutage mit dem Begriff der Freundschaft aus, weil wir gedacht haben, es wird ja so viel darüber geredet, dass solche Verpflichtungen, anderen Verpflichtungen, wie jetzt auch Familie oder der Rückhalt der Ehe, anfangen, sich aufzulösen, ihre Wichtigkeit verlieren, ihre Präsenz. Wie sieht es eigentlich aus mit der Freundschaft und gibt es noch so etwas wie eine Art Notwendigkeit für eine wirkliche verpflichtende oder vielleicht so etwas, wenn man jetzt gleich an den Anfang gehen würde oder reinspringen möchte, in die wahre, die souveräne Freundschaft, wenn man es mal so sagen möchte. Und ich glaube, da hast du ja schon gesagt, oder es war ganz gut zu sagen, dass wir das eingrenzen wollen. Also wir gehen jetzt zurück bis in die Antike und von da aus dann wieder zurück zu Flaubert und in die Neuzeit zu Derrida. Das haben wir uns dabei gedacht. Ich denke, deswegen lasse ich jetzt erstmal kurz sein Feld und sage, wir haben ja gleich am Anfang auch
nicht nur über die Redaille ein doppeltes Problem bei der Freundschaft festgestellt. Wegen der angeblichen Aussage von Aristoteles. Vielleicht kannst du da kurz was drüber sagen. Ja, also es gibt einen Satz, was dem Aristoteles zugesprochen wird. Freunde, es gibt keine Freunde. Wobei Derrida auch mit dem Artikel, also die Freunde, ob das jetzt vokativ ist, oh Freunde, es gibt keine Freunde, ja, oder die Freunde, es gibt keine Freunde, also in Nominativ. Das heißt, ob er jemand anspricht als Freund, ne, und gleichzeitig dann wieder verneint, es gibt keine Freunde, also eine Spannung schafft, ja, also im Vokativ, oder ob er einfach sagt, die Freunde, eigentlich gibt es ihn ja gar keine. Ja. Ne? Also, sie sind nicht da, ja, also absent. Ja, es wird nur behauptet, aber es sind ja keine. Ja, und ich glaube, bei Derrida ist auch wichtig, das Verhältnis zur Politik, so heißt das Titel des Buches, der Politik de l'Amitié, also genau. Plural, die Politik, nicht la Politik de l'Amitié. Ja, das ist leider eine Übersetzung im Deutschen. Ja, Buch das ist nicht gut, weil das eigentlich genau der Punkt ist. Ne? Und ja, wie passt das zusammen jetzt, das Ganze zu Beauvoir und Pécuchet? Also was hält die Gesellschaft zusammen, was gibt der Gesellschaft? Sind die Gesetze oder ist die Moral oder ist es eben die Freundschaft? Ja. Und die Freundschaft ist nicht dasselbe wie Moral, moralische Regeln. Ne, du sollst das nicht tun und jenes nicht tun. Oder gibt es eine tiefere Schicht des Verhältnisses zwischen den Menschen, die eben die Freundschaft wäre? Und wie verhält sich dann diese tiefere Schicht zu eben den moralischen Regeln und den politischen Regeln? Genau. Und politischen Regeln geht es um Gerechtigkeit, das ist eigentlich das Thema von Aristoteles im achten Buch der Nikomachischen Ethik, wo das Verhältnis zwischen Freundschaft und Gerechtigkeit in Politik erörtert in Anführungszeichen. Und Aristoteles sagt dort, dass es eben dass Freundschaft eigentlich keine Gerechtigkeit braucht. Also wir brauchen keine Gesetze. Wenn wir Freunde sind, müssen wir nicht irgendwie einen Vertrag unterschreiben. Okay. Wir sind Freunde. Logisch. Aber Gesetze ohne Freundschaft, das wird nicht funktionieren. Das würde uns jetzt, wenn wir das weiterspielen würden, dieses Thema, auch zu dem Thema des Contrasocial, also ob die Gesellschaft jetzt auf der Grundlage eines rechtlichen Rahmens, ne, also, oder ob es eine tiefere Schicht gibt in der Gesellschaft, die eben die Freundschaft, die Philia wäre. Philia, genau. Die Philia, das ist ein griechischer Ausdruck. Ja. Also Ethos, das ist die Liebe. Aha. Und dann entfacht sich natürlich eine Debatte oder das Verhältnis zwischen Liebe, also vor allem geschlechtliche Liebe, aber nicht nur, und Freundschaft. Genau. Und die Eros wurde ja angeblich ja geprägt, oder ist ja geprägt worden durch Platon. Genau. Und Aristoteles setzt da die Philia entgegen. Genau, so kann man das grob sagen. Also Platon ist eben ein Verfechter der Gesetze, der Ordnung, der Polis. Und das Ganze beruht eben auf diese Macht des Eros, ne, das alles zum Göttlichen hin ganz geht. Und Aristoteles betrachtet immer die menschlichen Angelegenheiten, er nennt die Anthropina, also Anthropos ist das sprichwort Wort für Mensch, immer im Rahmen des Möglichen und nicht eines absoluten Maßstabes, wie bei Platon mit der Idee des Guten oder sowas. Bei Aristoteles ist immer, das geht oder geht nicht, dann müssen wir schauen, wie weit das geht und so. Und deshalb ist dann, denke ich, die Freundschaft ein freieres Verhältnis zwischen den Menschen als das Eros. Das Eros ist sehr verpflichtend, ja, ist auch, ja. Also wenn man das so platonisch denkt, man könnte natürlich Eros auch anders denken, aber ja, und deshalb glaube ich, dass das passt auch zur Debatte im 19. Jahrhundert in Frankreich. Die ideale Revolution war eine Egalität, Liberté, Egalité und Fraternité. Also Fraternité, das ist eben diese, hat was zu tun mit Freundschaft, das heißt nicht Amitié, sondern heißt Fraternité. Also, und ein Verrat an diese Idealen nachher durch Napoleon und alles, was danach kam, Ludwig der 18., Louis Philippe und Napoleon der 3. und so weiter. Also die ganze Epoche, wo Flaubert gelebt hat. Und wo er merkte,
die Ideale, die auch Bourbon und Pécuchet vertreten, das sind ja die republikanischen Ideale, die Trennung von Staat und Kirche, also wir waren beide wenig Atheisten. Ja. Und so. Und gegenüber den Mächten, die immer wieder auftauchen im 19. Jahrhundert, wir wollen das Alte wieder haben. Ja, ja. Ne? Wir wollen zurück in die Antike. In das ancien Regime. Ne? Also zu den Bourbonen und so weiter. Gott gewollt das Königtum und so. Und das scheitert ja immer wieder blutig im 19. Jahrhundert in Frankreich. Das ist eine blutige Geschichte, das ganze Jahrhundert voll von Erhebungen, Kriegen und wieder Machtansprüchen und sowas. Und ich glaube, dass das letztlich etwas ist, was diesem Werk zugrunde liegt. Zumal auch hier auch noch die Wissenschaft eine große Rolle spielt, Wissenschaft und Technik, also das ist wieder die Aufklärung. Das Buch ist so aufgeteilt, dass alle Wissenschaften hervorkommen. In allen 10 Kapiteln? Ja. Genau, in allen 10 Kapiteln. Und ob dann durch die Wissenschaft etwas zum Guten verändert werden kann in der Gesellschaft. Ja, wie die Freundschaft selbst, ne? Dass man sagt, da ist ein Zusammenschluss zwischen Wissenschaft und, genau, oder vielleicht zwischen Politik und Wissenschaft und Freundschaft. Ja, oder dass das wäre das wär wieder, ein, genau, dass wir erstmal Freundschaft und Gerechtigkeit, also Politik, und dann Freundschaft und Wissenschaft, und Technik, das hängt ja zusammen. Also wir hängen Wissenschaft und Freundschaft zusammen und das ist genau das, was die beiden ja versuchen dann zu leben. Ne? Leben gemeinsam so, dass sie immer versuchen, Probleme anhand der Wissenschaft und der Technik zu lösen. Und was passiert? Scheitern. Es geht schief. Ja. Also es ist fast genauso wie auch der Anspruch, dass man sagt, ich versuche jetzt auf derselben Ebene Freundschaft und Politik zu verknüpfen, wie natürlich jetzt, wie du auch gemeint hast, in der Revolution und sie wurde blutig. Genau. Im Endeffekt. Ja. Und, es ist auch so, dass das Werk auch unvollendet geblieben ist, also Bourbon und Pécuchet. Auch da scheitert er selbst an sich selbst. An seinem eigenen Anspruch. An seinem eigenen Anspruch, genau. So dass man nicht von einer positiven Botschaft des Lebens ausgehen kann. Es ist sehr exegativo wird gezeigt, wie die Gesellschaft eigentlich an ihren eigenen Ansprüchen, also der Französischen Revolution, ständig scheitert. Ja, das ist natürlich ein bisschen traurig, ne? Aber er will das erstmal darstellen. Das ist ein Schriftsteller, der genau eben diesen Realismus beschreiben will und nicht irgendwelche Ideale oder sowas, sondern er beschreibt das, was er sieht, die Realität. Er bricht ja dann eigentlich auch dann mit der Tradition des Romantischen im Endeffekt. Also ist er dann somit der erste, wie soll man sagen, Realist als Schriftsteller, weswegen er natürlich dann erst eine Generation später dann erst tatsächlich dann auch anerkannt wurde. So habe ich das immer gelesen, also durch Proust und andere Zeitgenossen. Die dann seine Zeit voraus. Genau. Und dementsprechend ist seine Darstellung der Freundschaft eine sehr, wie soll ich sagen, fast banale. Ja. Ne? Es wird nicht idealisiert, irgendwelche Dinge oder so. Die Bouvard und Pécuchet sind Kopisten, zutiefst bürgerlich, so wie du es glaube ich sagen würdest. Ja, sind keine großen moralischen Gestalten, wie in der Antike immer wieder erwähnt werden, wenn man an Aristoteles denkt oder Cicero zum Beispiel, der sieht ja diese klassischen Werken über die Freundschaft, die sind voll von tollen Beispielen über meistens männliche Freundschaft. Übrigens, da kommt hier auch das Thema Gender-Debatte, wenn man Derrida liest und so, das kommt auch immer wieder vor, auch übrigens bei Montaigne, weil Derrida erwähnt natürlich Montaigne. Ne? Und bei Montaigne ist auch, wenn ich das richtig verstanden habe, dass es eben die Freundschaft in diesem engen Sinne, im Gegensatz zu Liebe und so, nur unter Männern stattfinden kann. Das ist wiederum passend zur Antike. Das ist dann wieder die Philia, quasi die dessen Fahne hochgehalten wird. Genau, genau. Und nicht den Eros, der körperliche ist. Also es geht um eine sogenannte geistige Liebe oder Liebschaft mit dem Freund. Ja, das geht, es ist auch, würde ich sagen, so wie er das beschreibt, Flaubert, geht auch durch den Magen, weil die wissen sehr gern zusammen, leben zusammen und so. 20 Jahre, ne? Sie arbeiten am selben Tisch, Am selben Tisch und zunächst, aber dann, wenn sie dann umziehen und dann diese Erfahrung haben und so, dann leben sie über 20 Jahre, also waren, glaube ich, Mitte 40 zusammen und bis Mitte 60 oder so, bis sie nachher wieder zurück zu dem Arbeitsplatz zurückkehren. Also das heißt, es ist
ohne Pathos, das würde ich ja sagen. Das ist eine Beschreibung einer Männerfreundschaft, ja. was eigentlich ohne Pathos ist. Und übrigens, das der Eros kommt auch immer wieder dabei, dabei stärker bei Bouvard. Ja. Bécuchet ist etwas. Das Kapitel Nummer 7 war das doch, oder? Das mit der Liebe? Ja, ich glaube schon. Und dass beinahe die Liebe quasi die beiden auseinanderbringt und am Ende des Kapitels sagen, ja, nie wieder mit Frauen was zu tun ja, haben. Ja, genau. Bouvard will dem Bécuchet ein bisschen Nachhilfestunde geben, genau. wie man das macht mit den Frauen, klappt doch nicht so ganz und so. Und Bouvard wird von einer Frau auch betrogen, ne? auch finanziell betrogen. Ja. Also auch da wieder, ich glaube, er ohne Schminke. Bestimmte Dinge darstellen, exemplarisch, was natürlich in der Gesellschaft damaliger Zeit und heute auch. Ja. Ja. Also ohne irgendwelche allgemeinen Definitionen von Freundschaft, er geht zur Sache und beschreibt erstmal, wie diese zwei Männer, wie er sagt, durch ein coup de foudre, eigentlich ein Wort, ein schönes französisches Wort. Ich kannte das eher in der in den erotischen Bereich, also man sieht die coup de foudre, also ein Schlag vom Himmel, ne? Aha. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch übersetzt. So wie Liebe auf den ersten Blick, oder? Ja, Liebe auf den ersten Blick, genau. So eine, die total blind macht und genau, einen Schlag in den Kopf. Das ist das typische französische Wort, coup de foudre, das heißt, du blickst jemanden um, prompt, zack, bist du weg, kann man das mal machen. Ne? Ja. Und das ist, er benutzt auch das Wort. Das war ein gutes Foto zwischen den beiden. Was eigentlich auch sehr interessant ist, weil, wie gesagt, soweit ich die französische Sprache kenne, ich kannte das eher vom Erotischen. Aber dann sieht man ja, vielleicht macht er da keine so starke Trennung, sondern lässt ja, weil es geht ja um Gefühle und die kennen sie ja noch nicht, die sitzen ja da. Und dann stellen sie fest, dass beide Kopisten sind und so und die Chemie stimmt sofort. Die Chemie, also nicht irgendwelche Ideale oder sowas, sondern die Chemie. Ja, und dann geht's los, dass sie 20 Jahre lang alles entwickeln. Aber zunächst mal, und dann entdecken sie, dass sie beide aus Paris raus wollen, weil die schmutzige Stadt furchtbar ist, und sie wollen aufs Land, ein bisschen Rousseau-Vorstellung, zurück zur Natur und sowas. Und dann entwickeln sie eben so eine Art natürliches Leben auf der Basis von Wissen und Technik. Genau. Und das eben geht schief. Ja, bis sie dann angeblich, so war es ja geplant, wieder zurückkehren an ihren Kopistentisch dann 20 Jahre später, den sie dann einfach zusammenschieben, als sie dann weiterarbeiten in Paris. Genau. Und Kopisten steht im Gegensatz zur Aufklärung. Ne? Also der Kopist denkt nicht selbst, sondern schreibt nach. Genau. Und die alte Aufklärung ist, habe den Mut, deinen eigenen Verstand zu bedienen. Genau. Also du musst selber denken. Ja, der Logos, ich denke, also bin ich oder sowas ähnliches. Also, ja, das ist, oder? Das ist der Krater, aber eher der Kant, ne? Also Sache der Aute, also haben Mut, dich deinen eigenen Verstand zu bedienen. Und also denke selbst, nicht, lass dich nicht von anderen. So, und das sind die Kopisten, ist genau das Gegenteil. Ja. Ne? Die denken nicht, die schalten aus und die denken nicht prinzipiell. Also auch da, wenn sie zurückgehen als Kopisten, ist der Versuch, selbst zu denken, schlägt gescheitert. Stimmt. Was dann eigentlich nur noch übrig bleibt, ist ja immer noch diese Freundschaftsbehauptung, ja, diese rätselhafte Erscheinung. Trotz all dem. Ein Funken von Hoffnung. Das ist dann fast so wirklich wie Montaigne in Reinkultur eigentlich, fast über die Freundschaft, wie er geschrieben hat. Genau. Dieses vollkommene, wahre, absolute oder souveräne, wie er gesagt hat, ist ja da eigentlich immer noch behauptet, trotz aller Katastrophen. Übersteht genau, nicht alles. Genau, irgendwas bleibt da und zwar frei, nicht auf der Basis des Kontrasozial oder bei Hobbes und sowas, in dir und deine rechtliche Vereinbarung und so, sondern es ist ein freies Verhältnis. Genau, freies Verhältnis. Und Anerkennung, gegenseitige Anerkennung. Man will den anderen nicht verändern, sondern man lässt den anderen sein, derjenige, der er ist. Genau. Also das ist eigentlich die, wir sagen, auf fast aristotelische Vorstellung von Freundschaft. Ja. Lass den anderen seine Eigenschaften, dieses Gegenseitige, das schafft eben, das nennt man dann Freundschaft. Muss ja gegenseitig sein, natürlich. So würde es momentan formulieren, aber dann wären wir ja wieder bei der Problematik, dann wären wir ja, glaube ich, dann wieder, wenn wir den Sprung nochmal kurz wagen, nochmal zu Derrida, der ja sagt, wenn man es mal in Sprichwort sagt, ich lasse dich, so will ich, ich will es so, weil ich dich so liebe, lasse ich dich, wie du bist. Genau. Dieser Anspruch eines gleichzeitigen Wunschs, aber auch ein Wunsch der Entsagung,
hat dann wieder dieses Verpflichtende, leicht Zwanghafte und wäre dann auch etwas paradox in seiner Aussage, in diesem Satz. Genauso wie natürlich dann der angebliche Satz. Das ist ja auch der Problem, dass man natürlich die Quelle der Aussage nicht mehr prüfen kann, ob tatsächlich Aristoteles diesen Satz, oh ja, Freunde, also das ist eigentlich sagen letztlich, kann. Letztlich egal. Ja. Aber bei Derrida finde ich auch wichtig, diese Problematik der Anerkennung des Seins des Anderen. Und ich glaube, er zitiert auch einen Satz Heideggers in einem Brief an seine geliebte Hannah Arendt. Und zwar, das ist ein Satz, der eigentlich von Agostino stammt. Und das ist, was ist Liebe? Volo ut sis, also ich möchte, dass du bist, dass du seist. Mhm. Ja? Also Liebe heißt, den anderen zu sagen, ich möchte, dass du seist. Mhm. Ja? Volo ut sis, also das ist, er zitiert das auch, weil es ist natürlich ein starker Satz. Ne? Also die Basis der Liebe ist, den anderen, also wollen, dass der andere ist, also das Sein des anderen, die Bestätigung des Seins des anderen. Und zwar des anderen, nicht ich möchte, dass du so wirst wie ich. Ne? Ja. Nee, dass du seist. Ne? Das ist das jetzt. Das erwähnt ja auch der Derrida. Und ich glaube, bei ihm ist auch sehr stark diese Debatte um Politik und Macht. Und er zitiert auch Carl Schmitt, die Problematik des Feindes, also Freundschaft und Feind. Genau, der Feind, den ich plötzlich lieben darf, genau. Weil ich dann plötzlich der gute Christ bin, genau. Der nach diesem Moralvorstellung das macht. Genau. Was dann natürlich, glaube ich, dann zu Nietzsche dann geführt hat, dann zu sagen, nicht nur, oh Freunde, es gibt keine Freunde, sondern oh Feinde, es gibt keine Feinde. Genau, das erwähnt er auch und auch im Zusammenhang mit dem Christentum. Weil es etwas zu tun, immer mit sich selbst befreundet sein. Das ist auch bei Aristoteles die Basis ist immer, dass die Freundschaft zum anderen auf der Basis ist, dass man mit sich selbst befreundet ist. Also eine Art Spaltung innerhalb des eigenen Selbst. Bin ich ein guter Freund zu mir selbst? Also sozusagen kann ich mit mir selbst frei reden und offen sein. Ja, keine Geheimnisse. Genau, zu mir selbst. Ja. Genau. Und wenn ich das zum anderen auch haben kann, dieses Verhältnis wie zu mir selbst, so offen, dann ist das die Freundschaft. Genau. Also ich bin zum anderen, des anderen ein Freund, wenn ich zum anderen genauso ein tiefes Vertrauen habe wie zu mir selbst. Genau. Und das wäre dann diese Seelenverwandtschaft, die Aristoteles dann so beschreibt wie eine Seele in zwei Körper, die in zwei Körpern vorhanden wäre. Also dieses Satz, was eigentlich ein seltsamer Satz ist. Das angeblich gesagt hat, weil man weiß auch nicht, ob ihm das zuzuschreiben wäre. Genau. Das ist auch nur so eine Behauptung, die nicht so ganz sicher steht. Ja, also ich halte das für etwas seltsam, weil die Seele für Aristoteles ist immer die Seele eines Körpers. Ja. Also eine Seele und zwei Körpern, das ist eine seltsame Geschichte. Ja. Also Derrida hat ja auch gesagt, das ist eine konträre Arithmetik zu sagen, da ist was Singuläres, Plurales zur selben Zeit anwesend, also egal wie ich es drehe oder wende. Ja, also ich fände es sehr unaristotelisch, weil ich meine, das Verhältnis zwischen den Seelen, die inkorporierten Seelen, das ist eigentlich das Problem. Nicht? Also es gibt, jeder von uns ist ein Individuum, Aristoteles würde sagen, also eine Seele in einem Körper, also jeder ist anders. Und die Frage stellt sich dann, wie ist das Verhältnis zwischen diesen Individuen, die eigentlich immer das Ganze verkörpern. Nicht? Also jede von uns ist universal, also ist offen zur Welt und so. Und gleichzeitig findet ja lustigerweise andere Universalien, was natürlich etwas irritierend ist. Also sozusagen, ich bin ja das Universum, ich kann alles erkennen. Braucht niemand mehr. Aber siehe da, es gibt lauter, die das so genauso machen. Also wie passt das zusammen? Ne?